Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe gegessen. Und natürlich auch Nutella. Ich möchte euch heute einmal ein paar Tipps geben zum Thema leicht verdauliche Lebensmittel. Erstens Gemüse, aber Achtung, nicht alles kann man leicht verdauen. Kohl, Tomaten, Erdäpfel oder für die, die was das Wort nicht verstehen, Kartoffeln. Dann Petersilie. Und Fleisch. Letzteres ist ein Genussmittel, gibt es auch, wenn man es gut aufwärmt, in Fertiggerichtform und schmeckt extrem lecker. Aber Achtung, es kommt ja ganz auf die Zeit drauf an, wenn ihr was isst. Ich empfehle euch daher, spätestens um 15 Uhr etwas zu essen, denn danach kann es sein, dass bei älteren Personen zum Beispiel der Magen nicht mehr arbeitet. Bei jüngeren sagt man 17 Uhr. Ihr müsst es eigentlich eh selber wissen, aber dennoch, manche wissen es halt nicht. Und die schnabulieren halt dann noch einmal zwei Äpfel. Und man räubert sie mir auf die Nacht. Die Folge, eine schlaflose Nacht. Ganz einfach, weil Äpfel liegen schwer im Magen. Habe ich auch schon öfters einmal miterleben müssen, leider. Dabei ist es wurscht, was ihr Apfel das ist. Ob das ein Gala, ob das ein Pumpernickel-Pickel-Apfel ist oder sonst irgendeiner. Zum Frühstück kann man essen. Untertags ebenfalls kein Problem, aber bitte spätestens um 15 Uhr. Milchprodukte bitte ebenfalls um spätestens 17 Uhr. Es sei denn, sie haben Zimmertemperatur, das heißt maximal 26 Grad. Dann zum Trinken. Milchprodukt habe ich schon gesagt, aber bitte ohne Kakao. Wenn ihr so wie ich jetzt einmal einen Erdbeertraum getrunken habt, dann ist es ja noch erlaubt, wenn er bis 16 Uhr ausgetrunken ist. Auf gar keinen Fall solltet ihr Süßigkeiten essen nach 14 Uhr. Denn auch wenn es vielleicht unglaubwürdig klingt, aber auch Süßes in Form von Zuckerl, Kaubonbon oder Zirkusräder liegt nach 15 Uhr schwer im Magen. Ist auch wieder vom Alter her unterschiedlich. Und vor allem, das gilt jetzt für die Männer der älteren Fraktion, no beer. Denn der Alkohol liegt auch schwer im Magen. Insbesondere Hopfen und Malz, Gott der Hals erhält. Und was auch noch ganz wichtig ist, liebe Leute, bezüglich Essen. Kein Marzipan. Stellt euch einmal vor, ihr isst 3 Marzipanbrote. Das sind 300 Gramm reines Marzipan. Und ihr werdet dann von der Polizei aufgehalten. Die machen mit euch eine Verkehrskontrolle, Standardprozedur, und dann heißt bitte pusten.
Und ihr werdet euch wundern, was das Gerät anzeigt. Rechnet es euch einmal aus. 0,03 mal 3. Das sind 0,01 pro mal 3, 0,09 pro Mille. Ihr werdet euch dann denken, was ist denn da jetzt los? Ich würde sagen, ich habe doch nichts getrunken. Dann fragt euch der Polizist, haben sie irgendwas gegessen, was vielleicht einen Alkohol drinnen hat? Wenn ihr dann so beschränkt seid und dann noch die Verpackung vom Marzipanbrot herzeigt. Ein Marzipanbrot enthält Schnaps. Es ist so. Leider. Genau wie Mohn Heroin enthält. Nachgewiesen, wissenschaftlich bewiesen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch schon mal geschreckt habt, wenn euch einmal ein Polizist aufgehalten hat und ihr positiv auf Heroin wart. Kann passieren. Dann habt ihr einmal eine schöne Nacht in der Ausnüchterungszelle gehabt. Ist auch was Schönes, ich übrigens auch mit 19. Aber nur auch noch zum Glück. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund, über ein kostenloses Abo, eure Kommentare und natürlich ein Like für den Algorithmus. Würde ich mich sehr freuen. Pfiat euch, bis morgen und schönen Abend noch, euer Mike.